denn du schon wieder von mir? Morgen. Moin. Hallo. Ja, herzlich willkommen bei Christian und Tenno. Mittwochnachmittag, ich trinke es. Mittwochnachmittag, morgen. Cut. Nee, was cut? Morgen. Läuft der Ton? No. Ja. Also, Mittwochmorgen. Tobias ist krank. Angeblich. Wir wissen es nicht. Das gibt's hier nicht. Gut, ja, Tobias krank, müssen wir schauen, wie wir es machen. Er wird morgen höchstwahrscheinlich wieder im Geschäft sein, dann werden wir auch noch zusätzlich einen Film machen. Wir haben jetzt entschieden, dass wir schnell einmal kurz eine Übersicht schaffen, was es da bei uns so läuft. Ich weiss, ihr wartet auf andere Filme, die wir schon angekündigt haben, aber es verzögert sich alles. Ist das Jahr zum Teil ein bisschen schwierig, aber gut. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was ihr schon gesehen habt, was ihr nicht schon gesehen habt. Es kommt darauf an, was veröffentlicht wird. Wir haben ja einen Film gedreht, Anfangswoche, aber ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Betreffend Felge. Felge haben wir ja schon, eben, im vorherigen Film, wenn er dann schon gelaufen ist, wissen wir noch nicht. Haben wir neue Felge gekauft. Fossen, VFS2, genau. Wo ein guter Kollege von uns Lager hatte, also per Excuse. Und die habe ich gedacht, muss ich haben. Ja. Jetzt haben wir eigentlich geplant, dass wir die Felgen auf den RS3 montieren von meiner Frau, die wir ja schon kennen. Und dann haben wir die drauf getan und haben den Skoda angeschaut und haben gesagt, eigentlich würden die fast besser auf den Skoda passen. Und was haben wir gemacht? Tada! Mega! Geil, hä? Mega! Richtig geil. Ja, wir haben uns kurzfristig entschieden, ich komme mal wieder ins Bild, so, hier. Ich habe mich kurzfristig, oder wir haben uns kurzfristig entschieden, um die Felgen auf den Skoda zu tun, anstatt auf den RS3. Jetzt müssen wir schauen, was wir auf der RS3 tun. Wir haben zwar schon einen Vorschlag, zeigen wir euch gerade. Aber die bleiben jetzt definitiv drauf, weil die sehen richtig geil aus. Und hoffentlich wird das Auto natürlich so jetzt auch besser verkauft, ist ein bisschen eleganter als vorher. Ein bisschen mehr familientauglich, ein bisschen mehr schick. Schick. Elegant. Ja, muss ich sagen. Gut. Also, was läuft denn sonst noch? Also, Skoda haben wir Felgen verbaut. Den RS3 ist jetzt im Moment felgenlos. Also, felgenlos, wir haben da eine Zwischenlösung drauf gemacht, damit wir dann umfahren können. Wackeln nicht so rum mit der Kamera. Was lachen? Ja. Dass wir dann wenigstens umfahren können, dass wir nicht das Auto Lift die ganze Zeit besetzen müssen. Wir tun sehr wahrscheinlich, oder wir werden die Felgen da, die alten Wins, die vorher auf dem Skoda waren, kannst du mal filmen. Genau. Ja, die Felgen werden wir auf der RS3 schrauben und dann schauen, wie das aussieht. Ich denke, es sieht gut aus. Und dann haben wir das Fahrzeug auch wieder mit Winterrädern bestückt. Ist ein armer im Moment, gell? Der wurde abgezogen. Wurde abgezogen. Gut. Audi RS3 wurde abgezogen, genau. Vom Skoda RS. Genau. Gut, also dann, wo sind wir dran? Wir haben noch gestern eingekauft wieder. Wir haben mal etwas anderes gekauft, mal etwas, was wir noch nie auf dem Platz hatten. Doch, Maserati hatten wir schon. Hatten wir auch schon, stimmt. Ja, also haben wir Maserati noch gekauft, ein Ghibli, ein S, Ghibli S Q4. 410 PS, muss sagen, ich bin kein Italiener-Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber das Ding macht Spass. Hat richtig Dampf, bequem zum Fahren, langstreckentauglich, mit 4x4 alles. Also für den Preis kriegt man recht viel Auto, so muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn mein Herz nicht unbedingt für Italiener schlägt, aber Geschmäcker sind verschieden, ich weiß. Und so. Ist es. Gut, also wenn ihr Maserati kaufen wollt, wir haben jetzt hier einen schönen weißen. Wird jetzt noch fertig gemacht, ist natürlich erst reingekommen, von dem her müssen wir noch ein bisschen Arbeit investieren. Dann haben wir ein neues Projekt. Also ein Projekt in dem Sinn für den Kunden. Ein schöner 993 Carrera 4. Das Auto könnt ihr mal anschauen, dann seht ihr auch, was das Problem ist. Film mal ein bisschen, wenn du es raufbekommst. Der Augenkrebs.
Ja, das Auto, der Kunde ist zu uns gekommen wegen silbrigen RSS, nein, viel silbrigen Porsche, den wir ja gemacht haben, wo wir eine Teilrestaurierung gemacht haben. Und das Auto machen wir auch, das Auto machen wir allerdings nur lackmässig, also Lack natürlich, Gummidichtungen und so Sachen, aber technisch nicht, technisch sollte er laut Kunde in einem guten Zustand sein. Da wird nichts gemacht, außer natürlich, man sieht, dass es etwas so gravierend ist. Ansonsten wird das Auto komplett lackiert. Komplett lackiert heisst nicht irgendwie einfach ein Billigspritz, schnell irgendwie für 2000 Stutz, sondern da wird richtig eine geile Sache gemacht, während ihr dann seht, wenn er zurückkommt. Und das ist richtig aufwendig, kostet natürlich auch ein paar Franken, wenn man das recht will machen, das muss man auch wissen bei so Geschichten. Also das ist nicht gemacht mit Low Budget, das funktioniert nicht. Vor allem, weil die Fahrzeuge natürlich auch einen gewissen Wert haben und natürlich sollten im Wert steigen. Dementsprechend muss man da natürlich werterhaltende Massnahmen machen, bis natürlich wertsteigende Massnahmen, kann man so sagen. Innen dran gibt es noch Reinigung komplett und ja, was machen wir sonst noch bei dem? Erstmal machen wir kurz mal ein bisschen. Sieht aus. Ja. Wir retten ihn. Wir haben zum zweiten Mal so einen schönen Auftrag und retten ihn. Projekt Porsche Rettung. Genau, nicht Erhaltung, sondern Rettung. Wie war der Satz? Warte. Wiederbeleben oder am Leben halten? Irgendwie so. Ja, also das Auto wird nicht wiederbeleben, sondern er wird richtig gesund gepflegt. He? Also medizinisch Ausdruck. Ja, gut, also das ist im Moment das, was läuft. Tobias ist krank, die Autos haben wir gesehen, wo wir dran sind. Wir haben natürlich noch Sus-Aufträge, die am Laufen sind und Anfragen und Geschichten und Zeug und Sachen. Leistungen haben wir diese Woche auch gemacht schon. Einen schönen Jeep haben wir gemacht. Was haben wir noch gemacht? Ich weiß nur, dass ich an A3 noch unbedingt dran muss. Ja, genau, da haben wir gerne gefragt. A3 ist auch, sie ist bei ihr dran. Da haben wir... Wird. Ja, massiv müssen polieren. Die Blau sind relativ schwierig von Farbe her, das haben wir auch schon gesehen. Da ist natürlich eine Schnockvision von uns. Die jetzt wieder blau ist. Wo jetzt wieder blau ist und grossmehrheitlich kratzfrei, weil das Blau ist wirklich schlimm. Ist wirklich schlimm und da haben wir jetzt echt Polierarbeit investiert. Eigentlich ist es finanziell nicht eine gescheite Entscheidung, um das zu machen, weil das ist ein Fahrzeug, wo wir relativ wenig Marsch haben. Aber wir können so Sachen nicht anschauen, das geht nicht. Und dann haben wir einfach gesagt, es muss gemacht werden. Wäre zwar nicht unbedingt nötig gewesen für das Geld, das Auto kostet 9,9 oder was. Ja, so in 2 Tage alt, war eine ja, kleine Aufgabe. Richtig, aber wir wollen, dass wir da rausfahren mit dem Bestmöglichsten und dementsprechend haben wir das natürlich jetzt gemacht, auch wenn es von der Rendite her nicht unbedingt intelligent ist. Aber, ja, andere verdienen Geld, wir haben Arbeit. Ist halt so. Arbeitslos sind wir schon mal nicht. Was meinst du, arbeitslos werden wir nicht? Geld verdienen wir keins, aber arbeitslos werden wir nicht. Genau. Gut, ja, in dem Sinn wünschen wir euch. Ich weiss, es ist jetzt nicht unbedingt projektbezogen ein Film gewesen, oder über Leistung oder spezielle Übereinigung, sondern dass wir einfach mal anerkennen, was so ein bisschen läuft. Der Felgentausch war noch spannend gewesen diese Woche. Das hat uns viel Kopfzerbrechen gemacht, ob wir das machen werden oder nicht. Aber auf jeden Fall finde ich, es lohnt sich. Ihr werdet dann sicher noch neue Bilder kriegen vom Skoda RS, den ihr gerne kaufen dürfen. Das ist ein Neuwagen, sogenannte Edition 305. Leistung, Fahrwerk, Felgen, alles gemacht, dunkle Scheiben. Also da kriegen wir wirklich ein ganz geiles Fahrzeug für einen fairen Preis. Gut, an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Original fahrt man nicht. Denkt daran, wenn ihr irgendetwas braucht. Leistung, Reinigung, Handel. Kommt vorbei, melden uns. Schreibt einen Kommentar, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns einmal. Tschüss zusammen.